Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert. Wir haben die ganze Trainingswoche darauf hart hingearbeitet, dass wir heute diese 3 Punkte holen. Natürlich, wir haben gewusst, wenn wir dieses Spiel heute verlieren, dann wird das diesmal mit dem Klassenerhalt. Und umso größer ist halt die Freude, dass wir das Ding heute gewonnen haben. Jetzt haben wir halt noch unsere Chancen, wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen und Schwarisch Hub eventuell platzt, dass wir dann noch die Klasse halten können. Ich denke, das war ein intensives Spiel, was wir heute hatten. Und halt bei diesen Wetterbedingungen ist einfach kräftemäßig viel Verschleiß. Bramfeld hat clever gespielt, Bramfeld hat die Torchancen, die sie hatten, die eine oder die andere, vielleicht hätten sie noch ausnutzen können, weil wir im Endeffekt später Druck machen mussten und haben auch gemacht. Man kann sagen, das ist sogar, wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel und das war Bramfeld. Glückwunsch an Bramfeld, haben sie gut gemacht. Gefühl ist, ich sag mal, gemischt, weil von den Chancen hätten wir das besser ausspielen müssen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 2-3 Mal die Latte getroffen, da mussten auf jeden Fall mehr Tore kommen, ganz einfach. Aber ich denke doch, das ist ein wichtiger Schritt für den Klassenerhalt. Wir müssen jetzt alles gewinnen, da führt jetzt einfach kein Weg mehr dran vorbei und wir werden alles geben, damit dieser Verein hier in der A-Oberliga bleibt. Ja, also ich glaube, dass die erste Halbzeit, da haben wir das Spiel verloren, weil viel zu viel Raum gelassen und auch keine Aggressivität dabei. Und am Ende hat halt die Kondition auch gefehlt, wie man gemerkt hat, aber man kann eigentlich vom Kämpferischen her zufrieden sein, weil das war von der Mannschaft echt top, dass sie nicht nachgelassen haben. Und müssen halt auf das nächste Spiel schauen halt. Wir haben noch 2 sehr wichtige Spiele, auch sehr schwere Gegner. Da müssen wir natürlich über 100% abrufen, damit wir die auch gewinnen. Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich. Hat nicht an Wetter gelegen. Man muss aber auch vorstellen, wir mussten heute unseren Torwart als rechter Verteidiger einsetzen. Wir haben unheimlich große Verletzungsmisere. Wir haben im Endeffekt keinen Innenverteidiger heute gehabt. Oder einer ist gekommen, der ist gerade irgendwie heute um 1 Uhr morgens von der Klassenreise gekommen. Im Endeffekt, wir haben auch ein bisschen an die Seuche in der letzten Zeit halt. Aber das soll keine Entschuldigung sein. Wir haben alles gegeben heute, das nötige Glück nicht gehabt. Bramfeld hat das Tor gemacht, hat auch dann verdient gewonnen. Glückwunsch an Bramfeld nochmal. Ich denke, dass wir aufgrund der letzten Wochen unsere Chancen schon relativ gut einschätzen, weil wir einfach auch gegen Wiki gezeigt haben, dass wir es schaffen können. Wir haben da ein 0-0 rausgeholt, obwohl alle davor gedacht haben, dass wir das mit Sicherheit verlieren. Und ich denke, dass wir das schaffen können. Jeder, also besonders auch von der Trainingsbeteiligung her, die war sehr gut letzte Woche. Fast alle waren beim Training. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall schaffen können, wenn jeder 100% geht und jeder da ist. Ja, also die Mannschaft ist top, absolut. Weltklasse-Spieler haben wir, also das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass die Mannschaft, die meisten schon eine neue Mannschaft haben hier. Also die Mannschaft wird wohl auseinandergehen, glaube ich. Es ist möglich, klar, sonst würden wir gar nicht antreten. Wir glauben an die Chance und deswegen spielen wir auch die letzten 2 Spiele noch. Und die wollen wir unbedingt gewinnen.